Okay. Aus den Sternfeldern muss ich auf jeden Fall rauslaufen hier. Dann laufe ich mal hier rüber mit dem Ranger. Und hitte mal ihn hoffentlich. Das war eine Liste, um unsere Gegner abzulenken. Schön. So, mit dem Barbar. Laufe ich mal hier hin. 70% Chance. Jetzt komm mal an. Das ist unfassbar. Bei 70% trifft er nur einen Schlag. Das hat gar nicht wehgetan. Die Elfin wartet jetzt mal einen Zug. Den Zwerg. Der Zwerg wartet auch mal. Und auch der Oger wartet mal. Lass erstmal die mal alle laufen. Radik. Ja, von mir aus. Mach ihn da fest. Oh, über die ganze Map. Ausgewichen, sehr schön. Magierin, ich warte mal ab. Priesterin warte ich auch noch ab. War klar. Ib wartet auch noch. Ich soll mal alle laufen. Verstohlen. Da kommt noch mal so einer. Der wird auch in Verstohlenheit gehen. Ach, komm mal. Über die ganze Map treffen die. Das ist ja ein bisschen übertrieben, oder? Autsch. Ah, okay, danke. Stirb. Okay. Nicht mit der Elfen hier hinauf. Mache ich auf jeden Fall, dann soll er halt zuschlagen. Fang mich doch. Reich eh aus. Ich habe hier 105% Trefferchance. 105%. Danke. So, der Zwerg. Come on. Wow, getroffen. Nice. Der Oger. Laufe ich mal hier hin. Dann kann der Ober eine Bombe werfen. Eine einzelne. Auf ihn hier. Er ist nämlich so ein Selbstmord-Typi. Schön. Magierin. Mit der Magierin muss ich Minimum hier hinlaufen. Kann ich nicht von hier schon? Alles nicht so cool. Dann laufe ich mal mit der Magierin hier hin. Vielleicht komme ich jetzt mit der Fähigkeit nur so weit. Dann greift die Magierin jetzt einfach mal ihn hier an. Bei der Pest. Was sagen? Natürlich. Geht direkt 2 Meter nebendran. Hallo, ich bin der Ranger aus dem B. Du heilst auf jeden Fall mal die Magierin hier voll. Und der Dieb. Mal hier hin. Chance.
Der Dieb wirft mal hier eine Feuerbombe hin. Bumm. Schöner Treffer und trennend. Bumm. Glück alle rausgelaufen. Ja, der andere macht mir jetzt ein bisschen Bedenken. Au. Ja, haben wir schon gedacht, dass der richtig Schaden macht. Was mache ich mit ihm? Kann ich mich selber? Nee. Ich kann mich nur damit heilen quasi. Wenn ich hier drauf schlage. Ich riskiere das jetzt mal. Gut. Wenn ich mir jetzt die Möglichkeit geben würde, nochmal einen Zug zu machen, dann könnte ich mich heilen, aber ich lasse es mal. So. Bitte mal einen Hit, Baba. Okay. Bumm, wirft wieder irgendeinen Scheiß wahrscheinlich, oder? Jo. Autsch. Boah, eins hat der Ranger noch. Eine Huhnbombe. Fand ich da einen Feind in den Huhn, oder? Wirf einen Huhn auf einen freien Platz, Aufmerksamkeit der Feinde abgelenkt. Sehr vorsichtig, könnt ihr auch versuchen, dich zu. Ah, okay. Ja, dann. Ich probiere das mal. Gib ihr mal einen dritten Zug. Dann soll sie einen Huhn hier hinwerfen. Zack. Und den Ranger voll heilen. So, und hier in Deckung gehen. Berg ist dran. Das Problem mit Goblins ist, dass sie immer nur im Plural existieren. 66% Chance, 68% Chance. Ne, ich versuche mit dem Zwerg hier drauf zu schlagen. Wow. Jetzt bin ich aber tiefst beeindruckt. So, Ogre. Habe ich mit dem Ogre jetzt ihn hier weg? Komm. Come on. Boah, falsches Ziel. Ein Leben noch. Eins noch. Wahnsinn. Ich habe aber auch immer ein Pech gerade. Das hat weh. Ach, immer diese Crits. Oh, die Magierin. Ja, eigentlich immer noch zu früh. Wenn ich das wirklich so mache, irgendwie. Oder so. Da wische ich den Barbar halt gegebenenfalls auch mit. Ah, kann es nicht ein Feld größer sein? Ne, ich warte mal noch ab mit ihr. Ich soll mal ihren Zug verzögern. So, die Priesterin. 75% Chance. Come on. Schlachten wir sie ab. Halleluja. Okay, dann gehe ich mal mit der Priesterin hier in Schutz. Der brennt immer noch. Geh mal auf das Huhn da. Daneben.
So, Dieb. Ich hätte hier eine Bombe und ich könnte hier... Da treffe ich den Zwerg wahrscheinlich mit. Oder ich mache so. Dann treffe ich den Zwerg nicht mit. Hab hier aber zwei Fliegen mit einer Klatsche. Oder ich greife ihn hier an. Er hier ist gleich dran. Und dann sind eh alle anderen erstmal dran. Das heißt, er hier ist auch noch dran? Er war schon dran. Der kommt da wieder. Hier hinten sind alle mal dran. Der Dieb soll mal seinen Zug... Das soll mal verzögern, weil ich habe noch die Eisbombe. Ich will gucken, wo die alle hinlaufen. Nein, es piekt das Huhn auf mich. Nee, okay. Aber es ist ein Weg reingelaufen. Kommt da raus? Immer noch verstohlen? Er verteidigt... Nee, er war verteidigt. 22 Schaden ist okay. Autsch. Wir schaden, die über die ganze Map machen, das ist schon hart. Ey, das Huhn ist tot. Oh, noch einer. Der Ogre stirbt. Ja. Bingo! Parade. Ohoho, was geht denn los? So, jetzt könnte ich mit ihr hier wunderbar rein ballern. Das mache ich auch. Sehr schön. Das war ein richtig schöner Hit. Okay, bleib stehen. So. Und der Dieb. Beeiß ich den da oben oder... Ich mach's so. Dann nehme ich den raus da hinten gleich. Sorry, Zerg. Vielleicht hast du Widerstand. Das war erstaunlich schlecht. Ah, aber ich... Gut, das Gute war, dass hier nochmal jemand verstohlen steht. Das heißt, so schlecht war es nicht. Ich laufe mit dem Dieb jetzt aber hier erstmal ein bisschen in Schutz. Dann kann der jetzt hier loslaufen. Der wird wahrscheinlich auf den Zwerg draufhauen oder auf die Priesterin. Oh, daneben. Der Ranger hilft natürlich dem Ogre. Nicht nachgeben. Und der Ranger läuft mal hier einen Weg rein. Gut. Barbar. Ja, dann let's go. Für Chrom! Nein, 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 nein. Immer diese Hits, die daneben gehen. Nicht gut, nicht gut. Autsch. Ich hasse diese Bomben. Aber sein Teammate brennt wenigstens auch. Oh, habe ich mit ihr noch? Den habe ich schon genutzt. Schade. 104% und der ist aber... Lecker, lecker, Gobo. Wer ist denn hier demnächst dran? Der nicht. Der auch nicht. Der hier. Der ist da dran. Da dran. Dann gehe ich auf ihn hier. Schade, aber vielleicht stirbt er durchs Brennen. Berg muss aussetzen. So, Ogre. Und 50% Chance. Könnte aber auch so rülpsen. Mache ich das jetzt so am blödesten?
Komm, ich mach so. Und dem ist jetzt schwindelig. Wunderbar. So, und du läufst hier mal in den Nahkampf. Perfekt. Nicht, nein. Oh Gott. Zum Glück ist dem noch schwindelig da oben. Durch den Ogre durch. War klar. Oh, Magierin. Wer ist nicht noch dran? Der hier. Der brennt, aber der müsste eigentlich sterben, wenn er dran ist. Dann ist denn der hier eigentlich dran? Ganz am Ende erst. Das heißt, den könnte ich mit dem Dieb eventuell wegholen. Dann ist vielleicht einfach besser, mal den hier wegzuholen. Oder den hier. Komm schon. Schöner Hit. Stehen bleiben. Priesterin. Du hilfst dem Ogre. Und bleibst da einfach stehen erstmal. Er kriegt 3 Schaden. Na, wenigstens. Wenigstens etwas. So, wenn ich jetzt mit dem Dieb hier hinlauf. Der hat auch einen Sehenschnitt. Kann ich nicht von hinten meucheln. Gut, dann hole ich den hier weg. Wäre sicherer. Schöne Hits. Eingefroren. Okay, schieß über die ganze Map. Das ist okay für mich. Sehr schön. Endlich auch mal ein bisschen Glück. Dann ist der noch dran. Ja, auf den Dieb drauf. Okay, das war ein krasser Hit. Warum ist die Kamera gerade nach oben gefahren? Kommen da nochmal Gegner nach? Oh, schön. Oh nein. Egal, der Ranger steht direkt nebendran. Ah, endlich ein paar leichte Gegner. Glaube ich. Zack. Oh, Tränke schmecken fies. Kannst du dich mal so hinstellen? Okay, mit dem Barbar können wir doch direkt hier mal ein bisschen... Let's go. Schön. Hier hinstellen. Ja, stell mich mal hier hin mit ihm. Ja, von mir aus. Du hast nur 2. Mit Feuerwerk. Okay. Ich müsste weglaufen können. Müsste eigentlich gehen. Ja. Aber ich brenne. Let's go. Schöne Hits. Berg. Auch gut. Flieg weg. Schöne Hits hier. Ogre. Der brennt immer noch hier. Also ich laufe mit dem Ogre mal hier rüber. Autsch. Passt schon. Und wir erledigen mal den hier jetzt, komm. Nice. Gut, der wird jetzt auf meine Ogre schießen, nehme ich an. Er schießt auf die Magierin. Gott sei Dank. Oh, da oben stehen Goblins. Ich habe es gerade gesehen. Da kommen nochmal Feinde rein. Heile ich mich jetzt mit ihr erstmal selber. Ich heile den Dieb. Ich heile den Dieb erstmal. Komm zurück, lieber Dieb.
Und dann würde ich mit ihr mal ein bisschen in Deckung gehen. Die sind so hässlich. Bäh. Die Priesterin. Die Priesterin. Wir haben den hier. Der wird ja hoffentlich jetzt gleich sterben. Dann haben wir den hier. Was ist der hier drüben? Probieren, den anzugreifen. Komm. Hurra! Schön. Auch mit der Priesterin mal hier ein bisschen Entdeckung. Schön, das wollte ich hören. So, mit dem Dieb laufe ich hier hin. Let's go. Den hast du nicht kommen sehen, oder? Auch tot. Auf den Ranger. Hättest du wohl gern. Oh, pariert. Okay, aber da oben kommen gleich zwei neue Feinde rein. Ja, die habe ich gerade schon gesehen an der Türe. Ja, tschüss Ranger. Das habe ich mir schon gedacht. Okay, Barbar. Kamera mal ein bisschen drehen. Du läufst hier hin. Und bumm. Schöner Treffer. Ranger liegt. Oh, er kontert den Barbar. Mit einer Bombe. Ah, die sind gleich dran hier oben, okay. Oh, oh, Sprint. Die Elfin hilft natürlich dem Ranger auf. Gut, gut, gut. Und läuft mal hier ein bisschen in Deckung. Oder, egal, der erste dürfte ich wieder, genau. Jetzt, zum Glück habe ich das geskillt mit ihr. Echt eine gute Fähigkeit. So. Zwerg. Halt dich mal. Opa läuft hier hin. Ugula, Ugula. Gluck, gluck. Bum, bum. Daneben. Schade. Oh, oh, out. Okay, Magierin. Nein. Wer ist denn noch dran hier von denen? Wer noch dran hier? Nee. Nur noch, der da hinten ist noch dran. Und der hier, okay. Dann kann ich mal voll auf... Kann ich nicht. Dann gehe ich aber mit ihr mal auf ihn hier. Nein, daneben. Schade. Heilen. Er braucht eine Heilung. Eigentlich niemand gerade. Ja, dann gehe ich mal hier auf ihn drauf. Gut, die Magierin könnte eine Heilung vertragen, aber... Bumm, schöner Hit. Halt, hier in Deckung gehen bitte. Kann gerade eh nicht von hinten angreifen. Also doch, kann ich schon, aber halt nicht mit meiner Meuchelattacke. Aber egal. Let's go. Oh, er hat gekrittet. Schön. Leider nicht genug gekrittet. Ja, greif den Ogre an, das passt für mich. Oh, er wirft irgendwas. Magiewiderstand, yeah. Oh, es kommen wieder neue Goblins rein. Oh, daneben. Dann, Baba. Let's go. Komm schon. Schön.
Baba läuft. Ah, hier Entdeckung. Ranger. Hey, Ranger macht das nicht. Ranger greift hier an. Ich glaube, Ranger geht tatsächlich hier in Schutz. In Deckung. Warum kann ich jetzt nicht mehr angreifen? Achso, weil ich im Nahkampf bin. Dann greift Ranger doch hier an. Shit. Egal. Der ist weg. Wartet noch mit dem Applaus. Bumm. Verletzt sich selber. Autsch. Autsch. Ja. Shit. Elfin kommt wieder hierher. Und let's go. Okay, Zwerg läuft auch da in die Richtung. Kann jetzt leider nur mit dem Bogen angreifen, mit der Armbrust angreifen. Nimm das! Nein, daneben! Ja, danke. Im Ogre greif, glaube ich mal ein bisschen nach vorne, dass der ein bisschen hier vielleicht abfängt. Bumm. Schöner Hit. Ja, von mir aus. So, Priesterin. Weiß nicht, ob das reicht, wenn sie hier steht. Wir testen es einfach. Dort muss ich nochmal eine Runde schieben. Ich muss jetzt nochmal eine Runde schieben. Ne, muss ich. Ja, muss ich, aber ich laufe mit ihr nochmal weiter. Na, Hallöchen. Hallöchen. Geht? Ja, hallo? Okay. Hit. Verdammt. 29 über die Distanz. Hut ab vor dem Goblin. Den hätte ich gern auch als Schützen in meinem Team. So, jetzt kommen die zwei Neuen hier rein. Der Barbar verzögert seinen Zug mal. Soll der hier mal laufen? Oh, so, Ranger. Ranger kann auch wieder heilen. Dann laufe ich mit ihm mal hier hin. Zack. Hier bin ich. Der ist jetzt gleich dran, aber ist mir jetzt erstmal egal. Nicht nachgeben. Aufstehen. Daneben. Oh, die Elfin. Läuft auf jeden Fall mal hier mitten in den Kampf rein. Weil ich kann hier einen wunderschönen Pfeil reinjagen. Bumm. Sehr schön. Der Zwerg. Schade, daneben. Aber der Zwerg hält der Magierin auf. Gut, Ende der Runde. Und bumm. Schade. Stehen bleiben. Boah, mit der Magierin mache ich da oben jetzt gleich die Betäubung rein. Ja, ermutige die ruhig. Bitte bleib stehen, bitte bleib. Nein! Schade. Krittet der? Unfassbar. Nicht weglaufen! Okay, das müsste noch gehen, glaube ich. Lauf mal hier hin mit der Magierin. Bumm. Jo, das geht noch. Und. Togas, voila, boom. Sehr schön. Mit der Priesterin
dahin. Zack. Aufstehen. Ja, Dieb. Da er nur ein 20er hat. Ey, schön pariert. Bleibt stehen. Okay. Schade, der Barbar gönnt sich jetzt einfach mal einen Brokkoli. Guten Hunger. Dann läuft der Barbar hier einfach mal ein bisschen in Deckung. Hey, tritt nicht auf meine Robe. Ja, Entschuldigung. Fangt ihn ein. Okay. Oh nein, ich mag dieses Feld nicht. Bumm. Die Frage ist, wenn ich den auf dem Feld töte. Das hat gar nicht wehgetan. Probier's einfach mal. Oh, sogar noch pariert. So, ich laufe aber mal hier weg, trotz allem. Besser ist das. Zack. Boom. Ich habe das erste Blut vergossen. Daneben. Die Elfen. Diese abscheulichen Goblins sind schmutziger als Bauern und das will was heißen. Stelle ich mich mit der Elfin jetzt hier an den Tisch irgendwie? Glaub ja. So. Ich hau den jetzt nicht um, ich greife den hier oben an. Bumm, nochmal. Der Zwerg erledigt jetzt den hier hoffentlich. Schön, schön. Ogre, du bist dran. Ogre, stell dich dahin. Ogre, lass mal deinen Hammer fliegen. Boom. Sehr schöner Hit. Die liebe Magierin. Würde ich mal sagen, die stellt sich mal hier hinten ins Eck. Oh nein. Das habe ich nicht gesehen. Dann greife ich den jetzt mal an hier. Okay. Das wollte ich wissen. Bitte, ich brauche etwas Platz zum Atmen. Der Dieb geht mal in die Verstohlenheit. Du siehst mich nicht. Und läuft mal hier hin. Sieht gut aus, Leute. Aktuell 2 Tote, aber... Okay. Oh, Verzweiflungstat. Verzweiflungstat. Versuchen gleich mal zu treffen. Dass seine Wachsamkeit weggeht. Schade. Dann bleibe ich stehen mit ihm. Zack. Zack. Schöner Treffer. Gott, mein Zermatsch ist am schönsten. Der Zwerg. Der Zwerg könnte noch wiederbeleben. Werde ich auch machen. Wobei es fast unnötig ist. Ja, komm. Dann bekommt er halt mehr Erfahrungspunkte. Darum geht's mir. Tja, der schmeckt nicht. Erinnert mich an Omas Suppe. Hm. Auf hier hin. Und lauf quasi hier hin. Weil sonst kann ich nichts machen. Priesterin kann auch nochmal helfen. Bumm. Erinnert mich an den Tränkeunterricht und diesen schrecklichen Lehrer mit den fettigen Haaren.
So. Der Dieb. Erledigt hoffentlich mal den hier. Bumm. Sehr schön. Noch ein Feind. Au. Okay. Jetzt beenden wir das ganze Spielchen hier aber. Zack. Ja, also beinahe beenden wir es. Kommt von da nirgends. Dann mache ich folgendes. Und lauf dann noch. Wer wird den Kampf beenden? Oh, jetzt will man sich plötzlich vom Acker machen. Ja, ja. So nicht, meine Freunde. Bleib stehen. Berg läuft hier hin. Kann nichts machen. Doch, kann was machen. Bumm. Wow, ein 18er-Hit. Okay, Ogre kann stehen bleiben. Magierin. Reicht leider nicht. Grüne Häute geben super Trommelfälle ab. Ja, dann warte ich lieber. Also, so schnell muss ich den jetzt auch nicht erledigen. Vielleicht war es das jetzt, ja? Yes, GG. Sehr schöner Kampf. Puh, aber der war echt schwierig. Oha, das war ein Massaker. Stufe des Ogers ist gestiegen. Stufe des Ogers ist gestiegen. Barbar hat neue Armbänder. Dann gibt es einen Anhänger der Leichtsinnigkeit. Fernwandererschuhe Argornax 3000. Die sind bestimmt gut. Jampfers hartes Brett. Heiltränke, viel zu kurze Elfentunika. Ich nehme alles mit. Ich heile die Gruppe. Ich heile die Gruppe. Ich hatte Durst. Und ich glaube, ich habe keine Heiltränke mehr. So. Ich gehe direkt mal hier rein. Die Stufe des Ogers ist gestiegen. Ich wollte hier auf jeden Fall durch Steintüren mit ihm schlagen. Ein paar Ohrfeigen, die allen Zielen vor dem Oger zwei Angriffe zufügen. Nehme ich auch mit. Kraftverfassung, zack. Änderungen übernehmen. Dann können wir gleich ins Inventar gehen, weil für den Oger hatte ich irgendwas. Was ist das hier? Der Picknicklettenschutz? Nee. Nee, es war, glaube ich, nur der Level-Up für den Oger, oder? Gut, oder den Anhänger hier, habe ich gedacht für ihn, aber den kann er... Doch, den kann er tragen. Den kann er tragen, okay. Weil Mut 2 Intelligenz braucht er nicht, deswegen Mut 2. Was war Mut nochmal? Bestimmte Initiative, genau. Kann ruhig der Oger haben. So, die Elfin, die zu kurze Elfentunigkeit, Schutz 1, Beweglichkeit 1, gegen Schutz 1, Charisma... Ne, ich lasse die andere an. Die wirkt für mich besser. Dann haben wir das Schild bekommen für den Zwerg. Spaltbeil, da ist die aktuelle besser. Für den Ranger haben wir noch Schuhe bekommen, meine ich. Schutz 1, Regeneration pro Runde 3. Und wir haben an Schutz 1, Mut 1. Ich glaube, ich ziehe die an. Und für den Barbar gab es noch Armschienen. Einschlag 1, Schutz 1 gegen Schutz 1 und Einschlag 2. Okay, ah, einfach besser. Genau wie Chrom. Gut. Was willst du von mir, Prolet? So, was habe ich hier noch für Tränke? Nicht wirklich viel. Dann bekommen alle mal was, womit sie sich zumindest mal selber heilen können. Heilung 10 ist halt nicht viel. Wir können hier noch ein Brokkoli. Was ist da drin? Ah, dann noch ein Brokkoli. Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigene zwei Bomben rein. Bruder, Kumpel. Feuerfester Trank. Ihr des Kerkermeister. Du bekommst noch ein Würstchen mit rein. Ich gebe sie auf keinen Fall her. Der Zwerg bekommt ein Würstchen und einen Schinken. Habe ich irgendetwas, um schnell Notizen Magierin zu machen? Hat einen Heiltrank und der Ranger bekommt auch nochmal einen
Schinken. Okay. Zurück hier. Dann können wir uns mal hier noch ein bisschen umschauen. Aha, ein Buch. Aber hier ist noch irgendwo was. Okay, scheint mir nicht so. Scheint alles gewesen zu sein. Gucken wir mal hier drüben rein. Ich hier schon? Goblinoide Farbenblindheit. Dieses Buch erklärt, dass Goblins alle farbenblind sind und jede Farbe in Grüntönen sehen. Zwiffigrün ist rot. Niasti-grün ist blau. Katholgrün ist lila. Jaffalus-grün ist gelb. Alk-grün ist weiß. Und Histavi-grün ist grün. Das jeder kennt. Das sind wichtige Informationen, die allen den Kauf dieses Spiels rechtfertigen. Ah ja. Eigentlich ja nicht so. Okay, dieses Tor kennen wir von der anderen Seite. Oh, was gibt's denn hier wieder für Hebel? Irgendwie hier Hebel mit... Jetzt machen wir erstmal hier auf. Da auf. Hier haben wir wieder eine Statue, die wir drehen können. Was auch immer das bringt.